Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Aurela, ich grüße dich. Du hast deinen Seelenpartner. Er hat sogar gesagt, dass er dich liebt und doch ist mit einer anderen Frau zusammen. Ich habe dieses Legesystem ausgewählt, Dreiecksbeziehung, und das schauen wir jetzt auch an. Auf diesem Bild links ganz oben sehen wir ihre Gedanken. Die Kerlchen symbolisieren ihren Gefühlen. Aber die Zahl 9 bedeutet, sie stoßt an ihren eigenen Grenzen, weil sie hat ihre Wünsche, Sehnsüchte, Träume und es geht nicht zum Erfüllung oder sie glaubt nicht daran. Die nächste Karte zeigt, ob sie ihn liebt, ja oder nein. Diese Karte beschreibt ihren Gefühlen. Rundherum ist grau und das zeigt Angst. Dieses Schwert symbolisiert Angstbefreiung, aber auch Trennung. Sie hat Angst, dass er sich trennt. Und die nächste Karte zeigt ihre Schritte. Auf diesem Bild sehen wir einen Ritter. Und dieser Ritter vertritt die Feuerelement. Dieser Mann hat Kraft und Mut und zeigt auch Leidenschaft, aber ist noch in voller Rüstung. Man kann nicht wissen, wer ist dieser Mann. Und weil das beschreibt ihre Schritte, das bedeutet ihre Erwartung, dass ein Mann kommt in ihren Leben und kann sich befreien von dieser Beziehung, weil glücklich ist sie nicht. Sie spürt die Trennung und alleine möchte sie nicht sein. Oder kann diese Karte auch bedeuten, sie erwartet, dass er um sie kämpft. Und jetzt schauen wir an, wie denkt er über sie. Auf diesem Bild sehen wir, dass diese Dame fühlt sich niedergeschlagen. Sie hat auch keine Kraft, momentan aufzustehen. Das ist nicht seine Haltung, sondern er denkt, wenn er verabschiedet sich von ihr, dann verkraftet diese Frau das nicht und hat Mitleid mit ihr. Und die nächste Karte zeigt seinen Gefühlen ihr gegenüber. Diese Karte beschreibt seinen Gefühlen in dieser Beziehung. Die Zahl 8 bedeutet Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Aus einer Überlegung, soll er in dieser Beziehung bleiben oder nicht. Und er spürt die Angst. Ich glaube nicht, dass diesmal um seine Ängste handelt, sondern er ist besorgt um sie, weil sie hat die Ängste und er fühlt sich verantwortlich ihr gegenüber. Andererseits, er fühlt sich selbst gefangen in dieser Beziehung. Die nächste Karte zeigt seine Schritte. Diese meditative Haltung zeigt seine Passivität momentan. Er muss das alles mit sich selbst ausmachen und dann trifft Entscheidungen. Die nächste Karte zeigt an, wie denkt er über dich. Diese Karte symbolisiert irgendwie die Ungerechtigkeit. Der eine hat alles, andere bekommt ein wenig davon und die dritte Person gar nichts. Und so denkt er über dich, über diese Beziehung, vielleicht hat sogar Schuldgefühl, dass sein Verhalten ungerecht ist dir gegenüber.
Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Liebt er dich? Mond beschreibt seinen Gefühlen dir gegenüber. Es sind die Wünsche, die Sehnsüchte, die Hoffnung und vor allem die Träume. Kann sogar sein, dass er über dich träumt. Bedeutet auch Empfängnis, wenn er warten würde auf den richtigen Zeitpunkt oder wartet ein Signal von dir. Und jetzt schauen wir an, wie sollst du über diese ganze Situation denken? Rechts oben sehen wir vermutlich eine männliche Person und schaut in eine andere Richtung. Zeigt Rücken auf diese ganze Geschehen. Und das soll deine Haltung sein. Und doch bist du handlungsfähig. Und das zeigt auch die Feuerelement. Es kommt hier eine Bewegung. Auf diesem Bild erscheint die Zahl 3 und beschreibt die Situation. Was du im Hand hast und wie gehandelt wird, du kommst mit diesem Mann zusammen. Und dann in die rechte Seite steht ein einzelnen Stab und das symbolisiert diese Dame im Hintergrund. Du musst dich nicht mit dieser Frau beschäftigen oder vergleichen. Zeig Rücken und vertraue deine Zukunft, vertraue diese Liebe. Und die nächste Karte zeigt euren Chancen. Diese Kutsche zeigt Bewegung und symbolisiert Veränderungen. Entweder er nimmt die Zügel in Hand und trifft Entscheidungen, kehrt zurück, oder du wirst handeln, weil sucht die Kontakt zu ihm. Ich würde momentan sagen, sei zurückhaltend und vertraue, dass er handelt. Mein Gefühl sagt, er schließt dort alles ab und kehrt wieder zurück. Die nächste Karte zeigt deinen Gefühlen. Auf diesen Karte sehen wir einen Mann, aber das zeigt deine Haltung. Diese Tür ist hinter dir und du weißt nicht, sollst du das öffnen oder schließen. Bist du offen für diese Beziehung? Oder möchtest du eher abschließen? Die Zahl 7 steht mit Mondkraft in Verbindung und du spürst, dass Liebe da ist oder dass er an dich denkt. Das entspricht schon deinen Wünschen, Sehnsüchte, Träume, aber du hast diese Haltung. Entweder wärst du gegen diese Beziehung oder bist du unsicher und weißt nicht, kommt er nicht, wird diese Tür öffnen oder bleibt zu. Was kannst du verbessern, was deinen Gefühlen betrifft, zeigt die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir eine Dame. Ihre Augen sind geschlossen und schaut nach innen. Sie verinnerlicht etwas. Und was? Das zeigt die Zahl 2 und das bedeutet Zweisamkeit, du und er. Es gibt keine dritte Person und das soll dich innerlich stärken, das soll dein Glauben sein. Deine Hände sind momentan gebunden, du kannst nichts tun. Du könntest melden, aber das bringt jetzt nichts. Und die nächste Karte zeigt, welche Möglichkeit hast du überhaupt? Schau mal das Bild an. Das beschreibt deine Haltung. Dieses Pferd könnte jederzeit bewegen. Das heißt, du könntest jederzeit etwas in Bewegung setzen, aber bleib eher zurückhaltend. Nimm diesen goldenen Taler im Hand, schau das an. Erstens beschreibt es die Erde-Element, also die Realität, die Taten.
deine Wünsche werden wahr und beschreibt auch die Werte, dein Selbstwertgefühl. Du bist für ihn wertvoll. Und wenn das so ist, dann hast du ihn im Hand, mal symbolisch gemeint. Und die nächste Karte zeigt die Zukunft. Dieser junge Mann zeigt die Lösung. Du hast ihn im Hand. Und dieser goldene Taler symbolisiert die Erde-Element. Und das bedeutet Realität. Dieser Traum wird wahr werden. Was dieser junge Mann noch symbolisiert, die Neuigkeiten, und das ist zeitnah, und kleine Schritte. Er wird nichts überstürzen, aber kleine Schritte führen auch zum Ziel. Und jetzt kommt noch eine Seelenbotschaft. Erkenne die Verzweiflung als Möglichkeit. In ihr findest du das Geschenk des Erwachens. Das war die Seelenbotschaft. Liebe Aurela, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.